Ich habe schon zwei Tipps vorbereitet. Ich möchte heute ein bisschen mit Neon, mit Neon-Pigmenten arbeiten, würden sehen, was kommt. Keine Ahnung, was kommt. Und noch so eine wunderschöne Blatt habe ich vorbereitet. Es ist, wie immer, ich sage, nicht schwer. Saludos, Angel, saludos. Ich habe schon vorbereitet einen weißen Hintergrund. Was für einen Hintergrund, das spielt keine Rolle. Es kann Gelpolish sein oder Farbgel, Hauptsache weiß. Ja? So kann man zum Beispiel alle Nägelchen mit einer schönen Farbe, so Schokobraun. Ich liebe diese Farbe, passt super schön zu dieser Herbstzeit. Ob kann man das deutlich 100% richtig sehen, die Farbe, das ist eine gute Frage. Ja, und ein Nagel, da können wir machen in Weiß und drauf malen schöne Herbstblatt. Gut. Gut, gut, gut. Wie fange ich an? Also, ich nehme jetzt Gelpolish. Oh, sorry. Finish. Finish, das ist ein Gel ohne Schwitzschicht. Der ist flüssig wie Wasser. Deshalb eignet super schön für Nail Art. Ja? Ach, habe ich hier. Na gut, mache ich nochmal. So, ich habe schon hier. Und dazu, ich gebe Mikrotropf von Farbe, was habe ich gerade gezeigt, Nummer 25. Das ist eine braune Farbton. Wenn ich schaffe, das gut zeigen. Ja, die Kamera lookt wie immer. Also schwierig. Das ist der Farbton. Aha. Also sehr, sehr viel Finish und ganz wenig Farbe. So kann man sagen, 70 zum 30%, ja. Ich vorbereite Farbe. Weiter, ach so, noch muss man vorbereiten Farbe für den Hintergrund. Wieder flüssig mache ich, weil die Paste ist ziemlich dickflüssig. Das ist Singapur 43. Wunderschöne Orange-Farbton. Mhm. Oh ja, wunderbar, passt. Wie immer, ich mache eine Skizze, so ein Schema. Ihr könnt das auch entweder mit Bleistift probieren oder direkt mit der Farbe. Das ist ein Pinsel mit ganz, ganz dünnen Haaren. Hallo Anni, Anni, Anni. So, wir fangen an. Ich ziehe eine lange Linie und ich finde einen Mittelpunkt für alle Blätter. Das ist hier. Und, ob kann man mich gut sehen, Mädels? So, jetzt wir malen ein bisschen kürzer. Kann man sagen, Hände und die Beinchen. Kastanie, das ist ein Kastanienblatt. Und ein bisschen Abstand, die Kastanienblätter, die haben ein bisschen bis hier ungefähr Abstand. Ja, habe ich das so gezeigt. Na gut, Halbkreise. Kann man sogar ein bisschen größer machen. So ungefähr. Und die Händchen sind kleiner, ja? So. Okay, dann kann ich weiterarbeiten. So. Kastanienblatt.
es ist alles wirklich provisorisch, um das, wenn etwas gefällt mir nicht, wie jetzt zum Beispiel, kann man den Pinsel feuchten mit Finish, den finde ich nicht so gut. Und nochmal machen. So, nochmal. Hier, ja, zu weit war. Und so ungefähr, ja. Mhm. Ich würde sogar nicht aushärten, meine Skizze. Ich lasse so. Und jetzt, ich nehme flüssige Singapur-Farbe. Und ich würde das direkt auffüllen. Ein. Und der zweite. Kastanienblätter sehen nicht 100% so aus, nur so ungefähr, ja. Das ist eine Fantasy-Herbstblatt. Okay. Jetzt hier zwei. Pinsel, mit dem ich male, wie immer, das ist Kolinsky 00. Einen Moment, ich zeige euch jetzt. Naja, ungefähr. Ein bisschen länger mache ich die Blätter. Oh. Und jetzt kann man ein paar Sekunden aushärten. So, Kolinsky 00. Das ist einfach, schnell und so weiter. So, jetzt. Was habe ich ganz vergessen? Was muss man machen? Jedes Blatt, wir können jetzt teilen, ja, so auf mehrere Teilen. Aber nicht viel, sonst im Studio, das wird sehr lang dauern. Also ein, zwei, nicht mehr. Ein, zwei. Barbara, danke. Mir geht's jetzt gut, weil ich bin endlich zu Hause. Ja. Und zum Glück, in Koblenz ist auch eine wunderschöne, fantastische Wetter. Wenn die Sonne scheint, dann Leben ist super schön. Ein paar Sekunden wieder aushärten. Eine ganz flüssige braune Farbton haben wir schon vorbereitet. Ein bisschen mehr sogar nehme ich braune Farbe. Ja. Und jetzt ich mache die Schattierungen, um das unsere Blatt sieht mir natürlich aus, ja. Ein bisschen auf Pinsel, Kolinsky 00, ein bisschen Farbe und ich setze die Farbe hier und hier. Pinsel sauber machen und wie beim Gradiententechnik die Farbe nach unten schieben. Aber wir überschritten nicht die Grenze. Ja? Hallo. So, ein paar Sekunden kann man aushärten. Jetzt hier auch auf die Spitze setze ich. Hier. Und hier ein bisschen. Das Schattierung zeigen. Wieder Pinsel ganz schnell sauber machen mit einem feuchten Tuch. Und die Farbe mit leichten Bewegungen ohne festen Druck verteilen. Weiter, jetzt noch hier.
Und auch mit dem sauberen Pinsel. Macht schnell beide Blätterchen. So, Pinsel sauber und nach oben ganz, ganz leicht Farbe ziehen. Und das Farbverlauf sieht mir natürlich aus. Wir können jetzt, ich weiß nicht, ob könnt ihr das gut sehen. Oh, das ist wahrscheinlich besser. Ich habe heute zu viel Licht, weil Zips ist weiß. So könnt ihr besser sehen, ja? Also wir haben schon wunderschöne Schattierungen. Theoretisch kann man sogar so lassen, wenn ihr arbeitet zum Beispiel in einem Zeitdruck bisschen. Sonst können wir weiter arbeiten und noch ein paar schöne Schattierungen hier machen. Also gleiche Farbton. Vorbereitete Farbe am liebsten sagen. Ich setze nochmal, da wo habe ich schon Schattierungen gemacht, die paar Tröpfchen und nochmal verteilen. Aber jetzt nicht so weit, nicht so tief, wie es war am ersten Mal, beim ersten Mal, ja? Und dadurch die Schattierung wird intensiver. Hier tropft, hier. Das kann man sehr schnell alles machen. So, hier kann man sogar mehr. Ich muss eventuell ein paar Lampen ausmachen, um ihr sehen besser. Könnt ihr bitte schreiben, sehen ihr alles gut oder nicht gut? Natuschkin, привет. Zum Beispiel noch ein paar Tröpfchen, So. Ups. Ai. Jetzt alles gut. Danke, Xuscha. Danke. Jetzt kann man ein paar schöne helle Stellen machen. Dafür ich nehme Nummer 1, Polish Nummer 1. Und ich mixe den auch mit Finish. Hier habe ich einen Tropf. Also als flüssiger sind Farben und scharf, ja, wie immer. Wenn ist etwas verschwommen, das ist nicht schlimm. Das könnt ihr nachher bei YouTube nochmal schauen, ja. Das ist schon nicht so dramatisch. Für mich Hauptsache, dass Bild ist da. So, zum Beispiel gegenüber dunkelste Stelle. Wir können jetzt setzen ein paar weiße Flecken und auch genau so verteilen nach unten. So. Hier auch. Ну, махаем вверх, zum Beispiel hier und hier. Ja, bessere Qualität bei YouTube könnt ihr natürlich sehen. Und mit die weiße Reflektion, ihr könnt auch so arbeiten wie mit Schattierungen, also duplizieren alle
Farbflecken, dann kann man so sagen, um das intensiver zeigen. Ja, okay. So, jetzt den Muster. Wir können entweder mit, entweder mit Superschein versiegeln oder mit Mattversiegler. Das spielt schon keine Rolle. Hallo, Andrea. Hauptsache, alles schön. Also ich mache, ich mache jetzt zuerst mit dem Mattversiegler. So, Matt on eine Versiegler. Wir machen den Muster ganz matt und in die Lampe aushärten. Ja, und bis jetzt, was müssen wir noch machen auf dem Blatt? Das sind die Konturen. Für die Konturen, ich mixe jetzt zwei Konturfarben, braun und schwarz, weil braun ist zu hell und schwarz ist noch zu dunkel. Und die zwei Farben zusammen mixen, das passt super schön. Die Konturen heute würde ich machen mit dem Pinsel Birdie. Wir haben die wieder im Angebot. Ist schon auch zweite beliebteste Pinsel von uns und wir verkaufen den viel zu schnell. Aber wie ich weiß, im Lager wir haben ein bisschen, also von zwei Farben, ich nehme ein bisschen und schwarz ein bisschen mehr wie den braunen Farbton. Ja? Schwarz ohne Schwitzschicht, braun auch ohne Schwitzschicht. Zum Schluss, ich zeige euch wieder alle Farben, dafür braucht ihr keine Sorgen. Wunderbar. So, jetzt wir können die Konturen machen. Und jetzt nochmal mit den Linien. Ja, Gewohnsachen, siehst du, Jutta? Und manche sagen, dass die kommen mehr klar mit Birdie, weil die Haare sind ein bisschen kürzer. So, nochmal. Ich habe die Konturen viel zu dünn gemacht. Und jetzt, ich mache mir Sorge, dass ihr sehen kann nichts mehr. So, jetzt hier. Und auch. Ups. Und auch teilen. Jetzt. Das sieht schön aus. Und auch kann man sehr, sehr schnell den machen. Ein bisschen breiter. Meine Konturen sind manchmal viel zu dünn. So. Was würde ich euch gerne zeigen? Aha, nur Frage wann. Es ist Halloween-Muster. Würden sehen, vielleicht am Samstag komme ich live aus Höchstadt.
weil kann man schon sich langsam vorbereiten für Halloween-Zeit, oder? Was sagt ihr? Oh, sorry, ich bin ein bisschen weg. Hallo Manuela. Dirindadandadan. Ja. Also noch ein paar Linien und den ersten Muster ist schon fertig. So, die Linien zusammenziehen. Jetzt Mitte. Die Mitte vom Blatt darf man nicht so lassen. Dann muss man ein bisschen noch korrigieren. Ich mache ein bisschen deutlicher die Linien. Und jetzt alle scharfen Ecken zwischen Linien muss man ein bisschen weicher machen, runder. Leichter Druck zum Schluss. Und auch hier abrunden. Fertig. Dann musste ich schon fertig. Einmal gut aushärten. Linien mit Konturfarben. Man braucht überhaupt nicht mehr versiegeln. Okay? Also die bleiben super schön spielen, weil der Nagel ist matt, versiegelt. Ja? Und der Tipps und die Konturlinien glänzen. Das sieht wunderschön aus. Okay. Weiter. Schwarz. Danke, Jutta. Schwarz. Der Nagel habe ich schwarz lackiert. Also mit Gelpolish. Und hier auch spielt keine Rolle. Gel, Nagellack und so weiter. Ich nehme auf meine Palette, Mischpalette, ein bisschen weiß. Und ich male zuerst die Konturen für das nächste Muster. Am besten das machen entweder mit Fineline oder Birdie, ja, dass die Konturen bleiben sehr, sehr dünn. Ups, wohin? Wohin? Hier bleiben Platz. Gut, jetzt, ich denke, ich kann meine Lampen anmachen, weil Hintergrund ist schwarz und jetzt wir brauchen wirklich viel Licht. Kann man sogar deutlich rechnen, wie viele Lampen habe ich. 1, 2, 3, 4. Gut. Nun jetzt was Einfaches. Auch zuerst lange Linie. So, jetzt zum Linien noch ein paar. Danke, Xuxa, danke. Vielen Dank, Petra. Und machen wir auch so in Tropfform die Blätter. Kann man jetzt nicht vergessen, direkt mit Linien alles teilen. So, noch ein Blatt, hier lieber. Ja. Er weiß schon, dass alle Produkte, was habe ich euch heute gezeigt, heute und morgen, ihr kriegt bei uns im Online-Shop mit 10% außer Pinsel. Kann man sogar so lassen, ja? Finde ich das auch eine wunderschöne Herbstmuster. Natürlich ein bisschen Haare und Fusseln
kleben sich auf dem Zips. Nicht schlimm. So. Natürlich kann man noch dünner malen, aber ich habe das so gezeigt, um das ihr sehen wenigstens besser, den Muster. Jetzt kann man den Muster aushärten und mit dem Pinsel, entweder Kolinsky oder um das schneller werden, ihr könnt auch eine Naturhaare, auch Kolinsky Größe 2 nehmen. Ja. Sekunde, muss man ein bisschen spülen. Den gibt es auch bei uns im Online-Shop. Diese Pinsel. Auf Weißgel haben wir schon davor, habe ich schon davor flüssig gemacht mit dem Finish. Ja? Und ich mache. Nein, jetzt muss man alle Blätter auffüllen mit fast durchsichtiger weißer Farbe. Also mit Größe 2, das können wir natürlich schneller machen. Mhm. Okay. Kurz aushärten. Hier am Anfang setze ich wieder Pünktchen mit flüssiger Farbe und wie beim ersten Blatt die Farbe ein bisschen nach vorne ziehen. Das sind wie Schattierungen, aber andersrum, ja? Weil der Muster komplett aus weißer Farbe. Okay. Wieder ein paar Sekunden aushärten. Kann man noch ein bisschen. Ach, wenn schon, denn schon, ja, Mädels. Und noch ein bisschen. Als mehr Schattierungen macht ihr. Hallo Heike. So schön nachher sieht der ganze Muster aus. So. Jetzt mit dieser weißen Farbe, ganz, ganz flüssiges Farbe, ja, die ist flüssig. Ich mache so ein bisschen verschwommene Flecken. Ein bisschen tupfen, tupfen, den, den. Also, ich lasse mich auch überraschen, weil ich habe keine Ahnung, wie was kommt. Na, hoffentlich nichts Böses. Ach du lieber Gott. Ich denke, muss auch schön sein. So. Danke, danke. Aushärten. Und ich habe noch extra vorbereitet zwei Pigmenten in Orange und Gelb, richtig Neonfarben. Ich gebe jetzt wieder einen Tropfen von Finish auf Mischpalette. So hier und hier. Und ich mixe mit dem Pigmenten. Oi, zu viel genommen. Naja. Gut. Sparen ein bisschen muss man schon. Die Pigmenten könnt ihr auch bei uns Online-Shop finden. Also eigentlich alle Produkte, mit denen ich arbeite, sehr gerne, kann man bei uns finden. Oh, das ist besser. Naja, geht.
Gut. Zuerst ich nehme Neongelb. Bisschen mehr muss Farbe sein. Ich habe zu dickflüssig gemacht. Zu intensiv, würde ich lieber sagen. So, ja. Also die Pigmenten fast wie Wasser lassen. Nicht zu viel Pigmenten zum Finish geben. Und jetzt so mit, kann man sagen, Tupftechnik. Alle Blätter. So. Mit Gelb. Ja, machen wir so. Nicht aushärten. Pinsel sauber machen. Nehme ich sofort Orange. Und von anderer Seite, ich würde mit dem Orange arbeiten. Die Farbe mischen sich zusammen, kann man mit dem Pinsel ein bisschen helfen, um das jetzt schneller. Ja. Und ich möchte ein bisschen mehr Orange-Farbe geben. Also nochmal, nur hier am Anfang von die Blätter setze ich die Flecken vom Orange-Farbe. Und mit dem sauberen Pinsel nach Bedarf auch ein bisschen Farbe verteilen. Kann man noch ein bisschen Gelb. Also hier kann man spielen, sage ich so, ohne Ende. So schöner verschwommener Effekt. Oh, richtig schön. Ich bin gut überrascht. Das gefällt mir. Aushärten. Den Nagel. Versiegeln. Also Zips versiegeln. Und ich habe schon vorbereitet auch Konturgel Artist Line Nummer 59 ohne Schwitzschicht in Gold. Na, wenn schon, denn schon. Weil natürlich kann man die Konturen weiß lassen, also nochmal duplizieren mit weiß, intensiver. Kann man sogar so lassen, finde ich auch nicht schlecht, oder? Was sagt ihr? Aber ich möchte doch ein bisschen experimentieren und probieren mit Gold arbeiten. Kann man auch den Nagel matt versiegeln oder Glanzgel. Ich denke, beide Top passen hier super schön aus. Das ist schon Geschmackssache oder nach Kundenwunsch. Oh, jetzt. So, und gut aushärten den Zips. Golden Eagle Nummer 59. Ich gebe auf Mischpalette ein bisschen. So ist auch schön. Wir probieren, Mädels. Wir probieren, Xenia, mit dem Gold arbeiten. Also, man muss schon ein bisschen experimentieren, oder? Wenn schon, dann schon. Weil, wie gesagt, ich bin heute Livestream gemacht. Ich habe heute Livestream wirklich spontan gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was soll ich euch zeigen. So, der Nagel ist schon komplett versiegelt. Der hat keine Schwitzschicht, weil Superschein Top hat keine Schwitzschicht. Na gut, und jetzt machen wir... Ach, Mädels, das ist überhaupt nicht falsch. Das gefällt mir. Super. Ich bin ein Genie.
Ja, toll. Genau das wollte ich sehen. Mir gefällt das besonders gut mit dem Gold. Also ich habe wirklich recht gehabt. Das muss man mit dem Gold die Konturen ausmachen. Mega. Ja, das ist so schön geworden, Pia, hast du recht. Hier fällt eine Linie. Das ist eine edle Herbstzeit. Schauen wir mal, mein Handy spinnt. So, noch ein Blatt. Was finde ich auch, was kann man hier auch machen, um das den ganzen Muster, also der Herbstblatt liegt ein bisschen zu. Also liegt zurecht, ja, auf rechter Seite. Und das gefällt mir nicht. Deshalb, was kann man hier machen, um die ganze Komposition, ja, sieht besser aus. Hier kann man zum Beispiel auf linke Seite ein paar Linien malen. Noch eine. Am besten die Linien mit Thinline oder Feinline natürlich ziehen. Nur ich bleibe mit dem Pinsel weiterarbeiten. Hier die Haare sind viel zu kurz. Ja, eigentlich nicht so super perfekt für perfekte Linien. Deshalb. Meine Linien sind nicht so perfekt. Ne? Mach nichts. Ja, das ist besser. Viel, viel besser. Jetzt den ganzen Muster muss man aushärten. Einmal eine Minute in die Lampe. Und ich denke, das reicht schon. Was kann ich euch auch sehr gerne zeigen, wenn habt ihr Lust noch was schauen. Das ist eine wunderschöne Muster im Trend, Leo-Look. Jetzt zurzeit Leoparden sind richtig im Trend. Und zwar unten runter, das ist Kitz-Eier, also Magnetgel. Wenn habt ihr Lust, bitte einen Daumen zeigen. Also, das finde ich auch sehr schön. Melanie ist dabei. Das freut mich schon. Das ist ein sehr einfaches Muster. Wirklich sehr einfach. Aber sieht edel und toll aus. Dafür wir brauchen noch einen Tipp. Den muss man zuerst mit am besten, um das Farbverlauf sieht schöner aus, Magneteffekte. Unbedingt. Aha. Muss man unbedingt mit dem schwarzen Gel oder Gelpolish den Nagel oder Zips versiegeln.
Also Füllkörbe machen. So. Aushärten. Und ich kann jetzt vorbereiten Farben, was ich brauche dafür. Das ist Magnetgellack Nummer 64 Gold. Das ist Pinsel für, wow, wo ist der? Gute Frage. Für Farbverlauf Gradient. Oh, schnell gefunden. Und das ist Weißgel, Konturgel ohne Schwitzschicht. Und was habe ich hier noch? Aha, den Braun. Und den Braun. Teddy Braun 58 und 52. Gut. Pinsel. Pinsel soll mit Spitze sein, sowas ähnliches wie Katzenzunge oder Kolinsky, wenn Kolinsky was Größes, große Größe, Nummer 2. Also ich habe noch nicht alle Pinsel ausgepackt vom Koffer. Ich habe hier nur dabei nur Kolinsky. Also erstens, was ich mache, das ist natürlich Effekt mit Magnetgel, ja? Bevor anfangen, wir müssen den Magnetgel wieder super intensiv, sehr gründlich mischen und ganz dünn mit dem Pinsel, wenn ich finde den, oh Gott, wo ist der, Oval Nummer 6, keine Ahnung, wo ist der Mädels, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ach, hoffentlich das ist der, nee. Nein. Flower. Eine Sekunde, ich muss den finden. Flower, Flower. Nein. Schon wieder Flower. 2-1. 2-1. Wieder Gradient. One Stroke, oh Gott, wo ist denn mein Pinsel doch? Das weiß schon keiner. Na gut, ich habe wenigstens Nummer 4 gefunden. Wenigstens Größe 4 habe ich hier gefunden. So, ja, passt auch. Sehr dünn auf dem ganzen Nagel. Gold. Magnetgel auftragen. Und jetzt nehme ich Magnet. Querstellen. Und machen wir verschiedene Richtungen, ja, oben und unten, so wie Fleckchen, hier noch eine. So eine schöne Muster aushärten und jetzt ich kann die Farben vorbereiten. Farben vorbereiten, das heißt, ich nehme Teddy Braun und Wedding White zusammen. Teddy Braun ein bisschen weniger auf Mischpalette. Und dazu den braunen Farbton. Nicht viel. Ja, das reicht. Also Schokobraun. Nein, nicht Schokobraun. So eine Cappuccino-Farbe. Sollte sein. So, Pinsel sauber machen. Jetzt.
Also das ganze Muster, ich würde machen auf komplett fertige Nagel. Das heißt, den Nagel muss man jetzt wieder versiegeln. Nehme ich Superschein. Zurzeit, das ist meine beste, also Favorit. Der glänzt super schön und hat keine Schwitzschicht. Dickflüssig, also läuft nicht auf die Ränder. Wunderschön. Auslecken. Jetzt muss man ein bisschen aufräumen auf dem Tisch. Mit dem Pinsel, ich setze jetzt Kolinsky. Ich habe hier nur auf dem Tisch nur Kolinsky-Pinsel. Passt auch. Auf komplett fertigen Nägel oder komplett fertige Tipps, komplett ausgehärtete Tipps. Man muss eine einzige Richtung nehmen oder finden und immer arbeiten, immer in eine Richtung. Danke, Leni. Also, was für eine Richtung, das spielt keine Rolle. Entweder so oder andersrum. Hauptsache, das ist Fellimitat. Ja? Wir müssen jetzt Fell imitieren. Also, wenn der Leopard war nicht unter dem starken Wind, dann natürlich die ganze Fellhärchen, die liegen in eine Richtung. Ja, Xenia, getestet, also sage ich dir, es hält gut, aber meine Testpersonen, die haben ziemlich starke Naturnägel. Deshalb 100% kann ich nicht sagen, aber bis jetzt, also ich bin ganz zufrieden. So, und jetzt diese Flecken, ich würde nicht malen, sogar tupfen. Ich bleibe mit meiner Lieblingsrichtung. Flecken wir versetzen ins Schachbrett, sage ich so. Technik. Und die Leopardenflecken, die dürfen nicht sehr klein sein, also ziemlich so breit. Tupfen. Also ich versetze zuerst ziemlich große und jetzt dazwischen kann man noch ein paar kleine Fleckchen setzen. Leoparden sind momentan richtig in. Deshalb, das wird auch keine falsche Herbstdesign. Jetzt nehme ich Pinsel für Farbverlauf. Und mit dem Pinsel, ohne festen Druck, in eine Richtung, nicht ausgehärtete Farbe, wir ziehen, also Hauptsache immer eine Richtung nehmen. Ich finde den Muster einfach toll. Привет, Катюша. Jetzt aushärten. Aushärten, man reicht 30 Sekunden. Wieder Pinsel Kolinsky Nummer 2. Nur jetzt, ich nehme Farbe Weiß. In Weiß, Wedding White, pur. Ja, das ist ja, 52. Nochmal alle Flecken wiederholen. Aber nicht so, nicht sehr breit machen. Wir müssen ein bisschen braune Farbton auch sehen.
So eine schöne Muster, Fellmuster, könnt ihr auf jede Farbton natürlich zeigen und machen. Finde ich super schön. Und jetzt nochmal Pinsel Gradient nehmen und mit dem Pinsel wieder die Farbe ganz leicht ohne Druck auf den Pinsel verteilen. Und hier in die Mitte zum Beispiel. So, und hier auch. Schön, finde ich schön. Das ist ein wunderschöner Leopard. Aushärten und fertig. Und drei Muster finde ich auch nicht schlecht. Also bestimmt, danke Manuela, bestimmt morgen ich sehe viele, viele Blätter und Leopardenmuster im Facebook. Ich finde das toll. Hauptsache, nicht vergessen, immer mich linken. Ja? Da werde ich natürlich sehr, sehr happy. Ja? So, ich zeige euch nochmal, wie immer, alle Produkte. Um dass ihr vergessen das nicht. Was war das? Braun. Oh, Mädels. Also, Full Cover sieht sehr edel aus. Nummer zwei, das ist schwarz. Hier, kein Platz mehr. Okay, ein bisschen mehr. Nummer eins, das ist weiß. Gel Polish, oh, sorry, Finish, das ist Nail Art Finish und zwei Pigmenten, ja, habe ich noch, das war's, ja, zwei Pigmenten. Das sind Produkte von heutiger Livestream. Die Pinsel, mit die habe ich heute gearbeitet, auch nicht viel. Das ist Kolinsky 00 Naturhaare, ja, Kolinsky Haare 2. Und Birdie. Ja. Ah, sorry. Gradient. Farbverlauf. Und, Sekunde mal, ich möchte euch was zeigen. Ach, Mädels, immer gerne. Das finde ich auch sehr schön. Zum Beispiel, ich habe auf die Messe jetzt in Sofia gezeigt. Nein, da gibt es noch besser. So, alle Muster. Das wollte ich euch mal zeigen. Also das ist meine nächste Online-Livestream. Komplett zeigen. Zeige ich euch diese Muster. Die ist nicht schwer. Kann man wirklich sehr schnell und einfach machen. Oh Gott, so viele Muster jetzt. Vom Messe, wo ist denn Tiger? Das weiß schon keine. Sekunde, ein bisschen Geduld. Bitte. Nee, finde ich kein. Was soll das? Also mein Leopard ist weg. Das finde ich auch schön. Wenn habt ihr Interesse, kann ich auch mal euch zeigen. So eine Marmor-Effekt mit 3D-Schnörkel. Aber eine, das habe ich auch mal gezeigt. Auch schön, ja?
Jetzt weiß ich nicht, ob habe ich euch gezeigt den Leopard in Braun schon mal oder nicht. Keine Ahnung. Ich bin zurzeit. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ich möchte das auch euch mal zeigen. Also ihr wisst, dass ich zeige nur so einfachste, schönste Sachen. Das finde ich fantastisch. Wenn sehen ihr was Schönes, sofort bitte hier schreiben, ja, Kommentar schreiben und dann wenigstens ich weiß, was soll ich nächstes Mal zeigen. Also mit Farbverlauf, mit Gradient finde ich keinen. Das war auch interessant, habe ich auch gezeigt auf die Messe. Gott. Die ist weg. Ach, das war auch schön. Also mal einfach 3D. Leopard und hier es war ja so mit einer edlen Kette, flach aber mit einer Kette, Goldkette. So, was war hier noch? Ui, was runtergefallen? Nee. Das finde ich auch schön, kann ich auch euch mal zeigen. Gradient mit Schnörkel. Wie gesagt, ich habe viel zu viele Ideen im Kopf, viel zu viel Information, deshalb keine Ahnung, was soll ich euch noch zeigen beim nächsten Mal. Marmoreffekt. Gut, Marmoreffekt und können wir kombinieren mit geometrische Muster. Geometrische Muster habe ich schon mal gezeigt, aber trotzdem finde ich, das finde ich auch sehr schön, den Muster. Der kann man so schnell und einfach machen, aber der sieht, ich weiß nicht, ob die Kamera zeigt, richtig 3D-Effekt. Das ist alles von Muster, was habe ich in Sofia auf die Messe gezeigt. Also mein Leopard ist geschwunden, das habe ich schon auch mal gezeigt. Den Fisch habe ich auch da gemalt. Schöne Sachen, ja? Nicht schlecht. Ah, und noch ein Muster auch, finde ich schön. Schnörkel auch. Was machen wir nächstes Mal? Schnörkel und geometrische Muster mit Schnörkel und Marmoreffekt. Ja, Mädels? Was sagt ihr? Weil ich muss schon was planen, sonst das ist auch schön, ja. Dieser Marmoreffekt. Auch kann man schön machen, schnell. Mhm. Mein Vögelchen, das finde ich schön. Das habe ich auch die Messe gezeigt mal. Der hat richtig 3D. Federn, sehen ihr das? Richtig 3D. Ich bin stolz auf mein Papageichen. Okay, das habe ich auch damals gezeigt. Auf die Messe. Wer kommt Kalka-Messe besuchen, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf die Kalka-Messe sowieso. Ach, noch ein schönes Herbstblatt. Das alles ist mit Chromlack. Habe ich auch mal gebastelt. Das finde ich auch sehr schön. Muster, Herbstmuster. Ja? Auch toll. Papagei. Nee, Papagei-Mädels, das würde ich einen Online-Kurs machen. Sonst, ja, das ist für Online-Kurs. Papagei, sowas auch gibt's. Mhm. Pinkmädchen. Na schön. Gut, also Halloween, Marmoreffekt und Schnörkel mit geometrisches Muster. Oh Gott, oh Gott. Ach, das finde ich auch schön. Mein Lieblingsfarbton. Black Pearl. Super schöner Chrome-Effekt hat er. So. Ach,
Das finde ich auch schön, habe ich auch da auf die Messe gezeigt. Das ist mit Jamgel. Ich denke, das bei uns in Deutschland, das kennt schon jeder, den Jamgel. Ach, das habe ich auch mal gezeigt. Auch schön. Mhm. Okay, meine lieben Mädels, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns bald. Wie immer, spontan mache ich das. Es kommt darauf an, wie bin ich müde, wie viel habe ich gearbeitet, wie viele Kräfte habe ich noch. Und das finde ich super schön. Machen wir das. Okay. Gut, gut, gut. Bis dann. Ciao, ciao.